2,5 Millionen Kinder haben Anspruch auf das Bildungspaket. Weniger als die Hälfte nimmt diese Leistungen in Anspruch. Das Geld kommt bei den Kindern nicht an. Dieses Bildungs- und Teilhabepaket ist unsinnig und bürokratisch. Selten hat ein Paket so wenig gewirkt und gleichzeitig so viel Verwaltungskosten nach sich gezogen. Der Grundgedanke, dass man Teilhabe ermöglicht, der Grundgedanke, dass man Bildung ermöglicht, ist ja absolut richtig. Erstmal muss man doch mal sagen, dass das Bildungs- und Teilhabepaket ein gewaltiger Fortschritt in der Frage der Weiterentwicklung von Hartz IV war. Dass wir eben neben dem Lebensunterhalt auch sagen, die Kinder sollen schulisch unterstützt werden, sie sollen aber auch die Möglichkeit haben, etwa an der Vereinswelt teilzunehmen. Und deswegen ist es in sich erst einmal ein gutes Instrument. Das Bildungs- und Teilhabepaket wäre von Anfang an vor allen Dingen ein Ablenkungsmanöver von der notwendigen Erhöhung der Kinderregelsätze und ist ein ziemliches Bürokratiemonster gewesen und geblieben und war vor allen Dingen ein PR-Gag fürs Bundesministerium. Ich finde, es würde zur Ehrlichkeit dazugehören, jetzt zu sagen, das ist einfach gescheitert. Man sollte das Geld sinnvoller anwenden. Das Bessere ist der Feind des Guten und deshalb wollen wir gemeinsam auch mit den Trägern, auch mit den Kommunen alles dafür tun, das Bildungs- und Teilhabepaket besser zu machen. Wie übrigens für alle Leistungen für Kinder und Jugendliche nach unserer festen Überzeugung eine Bündelung erfolgen sollte in der nächsten Wahlperiode. Die Vision der SPD ist, dass alle Kinder in Deutschland unabhängig vom Geldbeutel der Eltern einen Zugang haben zu einer Ganztagskita und Ganztagsschule. Und das heißt nicht einfach nur Verschulung oder Bildung, sondern das heißt, dass gerade da auch Kultur und Sport, also die soziokulturelle Teilhabe, muss da gewährleistet sein, wo Kinder sind, in Kitas, in Schulen, in Vereinen. Und direkte Geldleistung dort zur Verfügung zu stellen, damit es dann bei den Kindern ankommt, für alle Kinder, wäre die gerechteste Form. Wir brauchen Ganztagseinrichtungen und wir brauchen kein Betreuungsgeld. Und wenn man sich auf diesen Grundkonsens mal verständigt, dann nutzt das allen Kindern. Der Bürokratismus, die übertriebenen Kontrollen in diesem Bereich muss man sicherlich zurückdrängen. Aber alles in allem ist es ein gewaltiger Fortschritt, dass uns heute diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Linke ist für eine Kindergrundsicherung für jedes Kind und jeden Jugendlichen und man sollte außerdem Geld in die bereits bestehende Infrastruktur wie Kitas, Schulen einfach direkt stecken. Wir wollen die Überprüfung aller Leistungen für Kinder und Jugendliche aus dem Bundeshaushalt, die sich streng am Kindeswohl orientiert und auch ein Stück weit mehr Teilhabechancen für alle schafft.